Geht's? Alles gut. Ich hätte nicht. Alles gut. Doch, bereit. Kann losgehen. Yay. Kannst du mit dem Gemetzel anfangen? Cool. Warte mal, ich habe auch bei Steam die Tastenkombination geändert, sodass ich jetzt nicht nochmal auf diesem kommenden Steam-Fenster landen sollte. Yay. Cool. Falls doch, habe ich mir die Finger verrenkt, weil ansonsten kann ich die Tastenkombination eigentlich nicht ausführen. Oh Mann. Jetzt sind wir schon wieder in dem Palast da. Ja, wir müssen ja auch mit dem Prinzen da reden. So, dann quatsch mal los. Du bist so. What's the situation? The earthquakes are intensifying, and with them, I have reports of dead sightings and ghastly apparitions coming from everywhere. Champion, tell me you learned how to stop this madness. Tell me. Nee, ich bin der Wahnsinn. Have you ever heard of the worshippers of the Searing Song? If memory serves, the Republic rose from the remains of the Kingdom of Alea after the Civil War. Back then, the keepers of the faith and king's guards were followers of the Searing Song, nowadays better known as the Brotherhood of Dawn. Them again? Careful with your history lessons. Books are full of lies. And so is your head. What do they have to do with this anyway? Supposedly, they can help us stop the phenomenon. Did your trackers locate the group of brothers that were with my friend? A deal is a deal. She's still alive. Once I have your full report, I will share her location. Oh, was ist denn das hier? Werkzeugtonika, Rome? Oh, so viele Entscheidungen, so viele Entscheidungen. 51 Gesundheit, 100 Kraftschild. 29, Der erste legendäre Gegenstand. Das weiß ich ja gar nicht, was ich von ihm soll. Schwierig. Ja, Weisheit ist nicht so, Wildheit ist schon besser. Gesamtwert Widerstände, Was tut denn Beweglichkeit? Beweglichkeit ist gut. Kann nie schaden. Okay, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, der fängt wieder eigentlich ganz gut an. Oh, gleich noch ein Level up. Habe ich auch gekriegt. Bestätigen. Und was haben wir denn da? Nehmen wir denn hier jetzt? Und das denn 18% auf kritische Chance von Projektieren? Nahkampfwaffenschaden, was soll ich mit Nahkampfwaffenschaden? Das bringt dir nicht sonderlich viel. Naja, aber Projektilschaden und 9% auf Gesamtwert. Okay. Das ist gut. Okay. Dann hier raus und dann den Gegenstand anlegen. Jetzt brauche ich da noch ein Gegenstand für Defensiv 3. Was machen wir auf Defensiv 3? 100 maximale Gesundheit. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Nö. So. Wo willst du hin? Na, ich sehe gerade, ich muss schon wieder mit ihm quatschen. Richtig. Event starten. Achtung an alle. Ja. Okay. Achtung an alle. Es kommt ein Event. Please open the door. Oh oh. Oh oh. Bildschirm. Ja. Wo soll es denn jetzt hingehen? Werden wir sehen. Alles kaputt, neu anfangen. Schon wieder? Black Screen? Nee, ich hab Ladebildschirm. Der braucht bei mir ja. Okay, dann kann es vielleicht an hier liegen.
Ja, es liegt an mir wahrscheinlich. Ich brauche jetzt ein Sekündchen länger wie dein PC. Also ich kann die Maus zwar noch bewegen, aber sonst ist eigentlich alles schwarz. Ich habe Ladebildschirm. Jetzt habe ich auch Spaß. Oh, ich habe auf jeden Fall mal Ton. Ich hab Ping. Oh, es tut sich was. Are you saying it can't be stopped? It can, but not from here. I just need more time. Time is a rare commodity, I'm afraid. Choice, even more so. We'll help you prepare an expert. It is here. Earthquake! My city! Take this map. It will lead you to the Brotherhood of Dawn and your friend. Leave. Leave now if you are to save anything. Okay. Super. Oh, jetzt kommt Chapter 2. Downbringer. Okay. Ich dachte aber eben schon kurz drüber nach, neu zu starten. Ich glaube, da bin ich mit dran schuld. Wie bitte? Da bin ich mit dran schuld. Wegen mir hat so lange gedauert. It must be where the purifiers come to work. Ja, ist nicht schlimm. Valeria should have been with them. Ich denke immer, ich muss das Ding anklicken, damit er sich aktiviert. Nee, man muss nur in der Nähe stehen. Ja, ich weiß. Also die Gewohnheit. I'm on the right track. Spinnen. Frühstück. Nee. Wildlings territory. The echoes of battle are coming from here. Gold, Gold. Und da ist eine Truhe. Ja. Oh. Hätte ich fast gar nicht gesehen. Langweilig. Ja, ohne ihn. Clear the Wildlings camp. Let's carve our own path through it. We're not letting those fugitives get away. Purity and sacrifice. No prisoners. Yes, just the car. Verfolge Valeria. Den hatte ich auf der 1 genommen. Jetzt mal wieder gucken, wo alles war. Na, schön. Oh. Was denn? Würfel. Was
Hast du erstmal einen Würfel, bevor ich einen hab? Was soll denn das? Ja. Spiel Bescheid. Abgefahren. Ja, ich glaub irgendwas drin. Und du hast schon wieder ein Level ab? Ja. Wow. Hab ich. Aber du müsstest ja auch gleich eins kriegen. Na, wahrscheinlich nach der Probe. Ja. Können wir gleich aufnehmen? Jo. Bestätigen. So, dann hole ich jetzt nämlich hier den anderen Punkt. War da, was war das? 10%. Wo bist du denn? Ja, ich stehe hier in der Truhe. 10% Schaden, wenn der Gegner als weiter. Oh, ist klar. Jetzt treff meine Angriffe nicht, weil da ein Stück Holz in der Nähe ist. Ja. Purifies are hitting this wildling's heart. Kann ich alles haben. Vorne ist irgendwas Goldenes noch da gerade auf jeden Fall. Ja, das ist so ein Schrein. Dolch. Oh. Schön. Ja, bringt uns beiden nur leider nichts. Im Zweifel kommt es korrekt. Ja, ein bisschen. Wo geht's denn da runter? Ah, da. Was ist das denn? Ein Bär? Gezähmter Christen. Ja. Das ist ein Bär. Oh, ich hab düsteres Blau bekommen. Yay, eine Farbe. Wahnsinn. Ja. So, was? Aspekte des Schreins der Apokalypse. Was macht der denn? Oh, was ist das denn? Keine Ahnung. I don't know. Kein Plan. Sehr schön. Habe ich auch gerade das erste Mal gesehen. Mal gucken, ob hier oben noch was ist. Hm.
Ehrlich? Ja. Nee, gar nicht. Nee. Also gar nichts. Wirklich nicht. Nix. Nada. Niente. Oh, Bär. Noch ein Bär. Gibt's Bäretatze zum Anbrechen. Ja, dann müssen wir raus. So, was ist denn das da drüben? Kiste. Nee. Sieht aus wie ein Schrein oder sowas. Ja. Opferschrein. Oh. Nur Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Toll. Bloß hätte ich noch eine, warte mal. Mhm. Ich glaube, der kann besser sein. Guten Widerstände. 153 Kraftschild. 1% auf Gesamtwert der elementaren Status-Effekt-Chance. Ich glaube, der ist ein bisschen besser. Wo haben wir denn? Was war denn das? Ein Amulett, ne? Ja. Ja. Eichgrund. Ja. Ich hatte Waffen drin und bei mir war nicht mal eine gescheite wirklich dabei. Ne, ich hatte Amulette. Cool. Und ja. Also der Haupteffekt war halt derselbe. Also plus 16 auf alle Attribute. Klingt gut. Und da war aber ein Nebeneffekt noch bei, der war besser. Aber den, den ich vorhatte, kann ich dir eigentlich geben mit plus 16 auf alle. Können wir ja nachher machen. Ja, ja. So wie immer. Ja. Wird gedealt. Ja, die Schusseffekte. Huch, was war das denn? Was denn? Das, was du geschossen hast. Das hat mich beim letzten Mal schon gefragt. Ja, wirklich? Ja. Meintest du, das sind diese schönen Bomben? Ja. Oh, guck mal, hier geht's rein. Ja. Stimmt, ist aber nicht markiert auf der Karte. Ne. Pass auf. Du bist halb tot. Ich bin hier weg. Ja, ich weiß. Ich bin aber nicht gleich weggekommen. Und dann hat er nicht mal was Schönes. Außer Gold. Ja. Ne, da komme ich nicht rein. Ach, dann ist die immer noch buggy. Oh. Das kann sein. Ich konnte mich dunkel dran erinnern, dass es eine, glaube ich, gab auf irgendeiner Map. Naja. Bin mal überleben. Oh, drei Bärchen. Ja. Mal kurz gucken, ich habe ein paar Stiefel bekommen. Warme Füße. Ja, warme Füße.
Oh, Überwürfel, arktischer Speer. Oh, Besuch. Wo? Tot. Der war da. Aber jetzt ist er weg. Oh, so stark sind die Crystals gar nicht. Das geht. Das geht. Die lassen sich ziemlich leicht legen. Die anderen Viecher finde ich dafür schlimmer. Also. Ja, da gibt's auch immer was. Eine Pistole. Guck mal, hier ist voll rot. Voll rot. Ja, das ist ein größerer Boss. Größerer Mob. Roter Teufel. Ja, hatten wir glaube ich bis jetzt auch noch nicht. Kolmut, Schleuer. Aber eigentlich vom. Okay. Oh! Hä? Ich bin tot. Wo bist du denn? Ja, unter dir. Unter mir? Ja, da. Heile ich dich jetzt? Nein, tust du nicht. Ich sterb gleich. Ach, der sagt, der Klingen zum Heilen. Hast du nicht letztens gesagt, einfach nur neben dran fallen? Nein, du musst einmal anklicken und dann aber nichts weitermachen. Nee, ja, da musst du schon so sagen. Ich wäre jetzt einfach nur stehen geblieben. Warum bin ich? Ich weiß nicht mal, von was ich gestorben bin. Also ohne Scheiß, ich habe keinen Plan. Nee, der hat mir aber auch ganz schön Schaden gemacht. Also ich war ja auch ziemlich unten. Irgendwas muss er gemacht haben. Nee. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich kein Plan, was der gemacht hat. So, was habe ich denn? Ja, vielleicht irgendwie so ein Gifteffekt oder so. Der wäre normalerweise grün gewesen. Ja, vielleicht hat er einen besonderen. Dann nicht grün. Sondern, keine Ahnung. Das siehst du normalerweise. Ich weiß es wirklich nicht, was der gemacht hat. Hab ja mal geguckt, dass ich irgendwie von dem wegkomme, weil der so viel Damage gemacht hat, aber irgendwie, naja. Ja, immer schön, wenn der dann auf dich losgeht. Okay, hier trennen sich die Wege wieder. Naja, es geht. Also der eine ist noch kurz. Neue Fähigkeit erreicht. Okay. Da geht's nicht lang. Hier geht's runter. Aber eigentlich, was ist denn das hier für ein Ding? Deko. Ja. Oh.
Und dann geht's runter. Okay. Jo. Ich hab nur eben die Treppe nicht gesehen. Die schreien so süß. Naja. So viel Gold, so viel Gold. Aber nur für dich. Ach, kriegst du das? Kriegst du dann keins? Nö. Oder nur manchmal? Ich habe an anderen Stellen habe ich Gold. Also, na, ich dachte, das wird dann für dich auch, wenn ich die versah. Hier liegt Gold in einem Baum, komm ich an, da komm ich ran. Na dann. Wo geht's denn? Hier geht's. Ja. Durch die Tür. Sieht gefährlich aus. Brotherhood of Dawn Territory. Aber warte mal. Dann machen wir nämlich hier gerade einen Break, das passt von der Zeit. Okay.